Ich zeige dir heute die besten Zoom-Shortcuts in Logic Pro X und wir starten genau jetzt. Wenn du in Logic arrangieren oder mischen möchtest, dann ist es immer ganz gut, wenn du ein paar Tastaturkurzbefehle auswendig weißt, mit denen du schneller durchs Projekt navigieren kannst. Und dazu gehören auch Zoom-Befehle, also mit denen du schnell etwas größer machen kannst, wenn du dir zum Beispiel die Stelle genauer anschauen möchtest. Ich zeige dir heute die 9 wichtigsten davon und wenn du dich dafür interessierst, wie du in Logic schneller und effizienter arbeiten kannst, dann lad dir auch unbedingt meine Logic Workflow Checkliste runter. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt und jetzt geht's los ins Projekt. Okay, wir sind im Projekt und ob du es glaubst oder nicht, ich zeige dir als erstes Zoom-Befehl Nummer 1. Und der ist über die Schieberegler. Ich hoffe nicht, dass du noch damit arbeitest, aber einfach mal der Vollständigkeit halber sei es erwähnt, hier oben siehst du diese Schieberegler, einmal den vertikalen Zoom und einmal den horizontalen Zoom. Und wenn du jetzt hier umständlich über diese Schieberegler hin und her schieben willst, dann kannst du das machen und hier eben vertikal und horizontal einzoomen. Ich weiß nicht, wer das noch macht, ich mache es jedenfalls nicht, es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es diesen Befehl gibt. Dann machen wir gleich weiter mit Befehl Nummer 2 und das ist, wenn du eine einzelne Spur vergrößern möchtest. Ja? Hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, das zu machen. Ich zeige dir erst Möglichkeit Nummer 1 und das ist über den Autozoom. Das erreichst du, indem du Ctrl-Z drückst, also indem du auf den Spurheader gehst und dann Ctrl-Z drückst und jetzt hast du die Spur groß. Das ist jetzt zunächst mal noch nichts Besonderes, aber wenn ich jetzt über die Pfeiltasten nach oben und nach unten hier durchgehe, dann siehst du, dass sich hier die ausgewählte Spur immer automatisch vergrößert. Und das ist extrem nützlich, wenn du zum Beispiel gerade beim Editing, wenn du einen Mix editierst, wenn du den vorbereiten möchtest und möchtest die einzelnen Spuren durchgehen und möchtest gucken, was ist da drin, dann ist das sehr, sehr nützlich, wenn du über diesen Auto-Zoom hier die einzelnen Spuren oder die ausgewählte aktive Spur immer größer machen kannst. Zurück geht's hier auch wieder einfach mit Ctrl-Z und dann hast du hier wieder die normale Größe für alle Spuren. Das war Möglichkeit Nummer 1, eine Spur zu vergrößern, der Auto-Zoom. Du kannst das aber natürlich auch manuell machen, indem du jetzt einfach hier die Spuren vergrößerst oder verkleinerst, je nachdem, wie du das haben möchtest. Und irgendwann hast du dann ein riesengroßes Chaos aus lauter kleinen und großen Spuren. Und jetzt möchtest du diese Spuren aber gerne alle wieder gleich groß haben. Und das wäre natürlich trist, wenn du jetzt hier die ganzen Spuren alle manuell hier versuchen müsstest, wieder auf die gleiche Größe zu bringen. Und deswegen gibt es auch hier wieder einen super Shortcut, den habe ich glaube im letzten Video auch schon mal gezeigt. Und zwar ist es, wenn du wieder zwischen 2 Spurheader klickst, einfach die Shift-Taste gedrückt hältst und dann klickst, dann bang, hast du alle Spuren wieder auf der gleichen Größe. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Und das ist der Super-Zoom. Ich nenne es mal Super-Zoom. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt Logic in Logic-Sprache wirklich heißt, offiziell. Und nach diesem Shortcut bin ich sehr, sehr oft gefragt worden von euch, weil ich den oft auch in meinen Tutorials zeige. Der funktioniert ganz einfach. Und zwar, wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, ich halte die Alt-Taste gedrückt, dann siehst du, dass hier die Maus zu einer Lupe wird. Und wenn ich jetzt einen bestimmten Bereich hier einkreise, zum Beispiel diese Region hier, bei gedrückter linker Maustaste und dann loslasse, dann habe ich hier meinen Super-Zoom. Das heißt, ich habe in den ausgewählten Bereich eingezoomt. Wenn ich wieder zurück will, klicke ich einfach in einen leeren Bereich, wieder mit gedrückter Alt-Taste und ich bin wieder beim Zoom-Bereich von vorher. Damit es nicht zu kompliziert wird und du es auch wirklich verstehst, gleich nochmal. Ich halte also die Alt-Taste gedrückt und wähle einen bestimmten Bereich bei geklickter rechter Maustaste, linker Maustaste aus. Zum Beispiel diese paar Regionen hier. Jetzt lasse ich los. Zack, dann habe ich hier meinen Super-Zoom. Ich kann das Spielchen immer weitermachen. Wieder die Alt-Taste gedrückt, linke Maustaste, zack. Und so kann ich mich jetzt immer weiter reinzoomen. Und wenn ich jetzt wieder rauszoomen möchte, kannst du das so machen, wie ich es gerade gezeigt habe. Auch Alt-Taste und einen leeren Bereich klicken mit dieser Lupenfunktion hier. Oder du klickst einfach in einen leeren Bereich und anschließend, das ist der nächste Shortcut, die Taste Z. Ja, wenn du die Taste Z drückst, dann kommst du auch immer wieder einen Schritt zurück und kannst immer wieder einen Schritt rauszoomen. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp und das ist, wie du einzelne Regionen rauszoomen kannst. Wenn ich eine einzelne Region rauszoomen möchte, die zum Beispiel besonders klein ist, zum Beispiel diese hier, die ist sehr, sehr klein und wenn ich jetzt da nicht rumfingern möchte, dann kann ich einfach die Region anklicken und auch wieder hier ganz einfach Z drücken, ja, liegt nahe. Dann kann ich hier auch wieder sehr, sehr schnell und sehr groß den ausgewählten Bereich
reinzoomen. Ich kann das natürlich auch für mehrere Regionen machen, zum Beispiel wenn ich die drei, auch für nicht zusammenhängende, wenn ich die drei möchte, habe ich jetzt genau diese drei hier rausgezoomt. Also auch ein richtig cooler Zoom-Befehl, der dir auch hilft, sehr, sehr schnell in Logic zu arbeiten. Übrigens, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Tipp. Und der ist extrem banal, auch hier weiß ich nicht, wer den noch benutzt, aber ich zeige es der Vollständigkeit halber trotzdem. Du hast natürlich hier auch oben in der Werkzeugleiste die Möglichkeit, die Lupe auszuwählen. Das ist das Zoom-Werkzeug, jetzt hast du hier nur eine Lupe und kannst auch damit arbeiten. Aber meines Erachtens ist das nicht wirklich so eine richtige Hilfe und geht auch nicht schneller. Dann arbeitest du lieber mit dem Super-Zoom in diesem Fall. Weiter geht's mit dem nächsten Zoom-Befehl und das ist das Wellenform, der Wellenform-Knopf oder Button, sag ich mal. Den findest du hier oben rechts im Arrangierfenster, den kennen jetzt auch nicht alle. Wenn ich den hier drücke, dann vergrößern sich die Wellenformen oder mit über einen Schieberegler hier, ich zeig's dir gleich, kannst du die Wellenformen der einzelnen Spuren vergrößern. Warum du jetzt hier nichts siehst, liegt daran, dass ich das Projekt nicht sehr intelligent ausgewählt habe, weil es nämlich bis auf diese kleine Region hier alles MIDI-Spuren sind. Aber nur zur Übung zoomen wir mal hier ein, einfach mit Z und jetzt siehst du die Wellenform. Ich gehe hier wieder ein bisschen raus und jetzt kann ich hier, wenn ich hier nochmal auf den Wellenform-Schieberegel gehe, die Wellenformen größer oder kleiner machen. Siehst du das hier, dieser lilane? Kleiner oder größer machen. Das ist sehr nützlich, wenn du ein Projekt hast, nicht so eins wie das, wo jetzt fast alles MIDI ist, sondern wo sehr, sehr viele Audiospuren sind. Da kannst du sehr gut in die Wellenform reinschauen, wenn du irgendwie mit FlexTime arbeiten möchtest oder dir irgendeine Wellenform ganz genau anschauen möchtest, ob die im Timing ist oder ob sie Phasenprobleme hat oder was auch immer. Den letzten Zoom-Tipp, den ich für dich habe, können nur Logic-User machen, die stolzer Besitzer einer Magic-Maus sind, also die Maus mit dem Rädchen hier oben. Und zwar kannst du vertikal aus- und einzoomen, hier wie du es umständlich mit diesen Schiebereglern machen kannst. Du kannst vertikal aus- und einzoomen, indem du die Alt-Taste gedrückt hältst und am Rädchen deiner Maus drehst. Und zwar entweder nach rechts oder links oder nach oben oder nach unten. Also einfach bei gedrückter Alt-Taste am Rad drehen. Das ist ja auch eine ganz gute Umschreibung. Das waren die Tipps, die du dir jetzt bestimmt in der Kürze nicht alle merken konntest und deswegen habe ich ein ganz tolles PDF für dich vorbereitet, in dem ich diese Shortcuts nochmal aufgeschrieben habe. Das blende ich dir hier gerade ein und wie du siehst, habe ich mir auch hier richtig viel Mühe gegeben, das zu formatieren. Das hat mich Stunden gekostet. Ich blende es dir kurz ein und jetzt kannst du dir einfach Stift und Block holen und kannst es dir kurz abschreiben oder ich kann es dir auch einfach zufaxen. Gut, das waren die 9 wichtigsten Zoom-Befehle in Logic Pro X. Wenn ich einen vergessen habe, dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Vergiss nicht, dir die Logic Workflow Checkliste runterzuladen, wenn du noch schneller in Logic arbeiten möchtest. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dir hat es was gebracht. Wenn ja, dann lass mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar oder abonniere gleich den Kanal. Das ist sowieso das Beste und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.